Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier wieder bei meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Wir sind jetzt hier bei der 8. Lektion, Abgrenzung von PHP und HTML-Anweisungen. Ja, wir haben schon kennengelernt und besprochen, dass man PHP-Code, Zeilen, Anweisungen immer innerhalb dieses PHP-Tags einfügen muss, also ein kleiner Zeichen, Fragezeichen PHP. Hier haben wir ein Beispiel, in der zweiten Zeile wird dann hier etwas eine Anweisung eingefügt, dass etwas ausgegeben wird und dann in der vierten Zeile, da sind wir nicht innerhalb dieses PHP-Tags, steht ein normaler HTML, ja, eine Zeile im HTML-Bereich und dann im fünften Bereich haben wir wieder den HTML-Tag, der sogar in derselben Zeile schon geschlossen wird und da steht dann wieder, dies ist ein Test. Das wird dann also hier an der rechten Seite dann erzeugt, dies ist ein Test, dann erfolgt, hier ist ein HTML-Bereich, das wird dann gleich anschließend angegeben, also kein Zeilenumbruch, da brauchen wir nämlich wieder einen eigenen Tag. Und hier wieder, dies ist ein Test. Und so bewirkt dann praktisch das, was hier links steht, die Ausgabe dann hier rechts. Ja, also die Abgrenzung hier innerhalb dieser PHP-Tags und wo eben kein, wo man nicht innerhalb des PHP-Tags ist, dort ist dann der sogenannte HTML-Bereich. Ja, der Verweis wieder, die Aufgabenstellung bitte zu lösen. Damit du sicher gehen kannst, dass du das wirklich auch verstanden hast und vor allem auch umsetzen kannst, im Sinne von Learning by Doing. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.